Als potenzieller Regierungspartner der Union gelten immer noch die Grünen, obwohl die gegenseitigen Vorwürfe zunehmen im Versuch, sich abzugrenzen, das Potenzial der eigenen Anhängerinnen und Anhänger auszuschöpfen. Und dazu gehört bei den Grünen auch die Genderfrage, zum Beispiel mit Tessa Ganserer als Kandidatin, einer Transgender-Frau. Seit Wochen reisen wir ja quer durch Deutschland, um Ihnen die Stimmung im Land vor der Wahl näher zu bringen. Und dieses Mal hat Patricia Reichel Tessa Ganserer mittendrin in ihrem fränkischen Wahlkreis in Nürnberg besucht. Für Toleranz und Vielfalt gehen Schwule, Lesben, Bi, Trans und Intersexuelle am Christopher Street Day in Nürnberg auf die Straße. Mittendrin die Bundestagskandidatin der Grünen Tessa Ganserer. Die Transgender-Frau hat selbst Diskriminierung erfahren und kämpft für die rechtliche Gleichstellung von queeren Menschen. Da hängt gerade die konservativen Parteien deutlich hinterher. Ich verstehe es nicht, warum die nicht wirklich beherzigt sich für gleiche Rechte von allen Menschen einsetzen und gegen den Teil der Gesellschaft, die nach wie vor richtiggehenden Hass gegenüber queeren Menschen, gegen Schwule, Lesben oder Transpersonen haben. Dagegen hilft letztendlich nur Aufklärung und Akzeptanzarbeit. 2013 zieht Ganserer erstmals für die Grünen in den Bayerischen Landtag ein. Jahrelang hält sie geheim, dass sie sich als Frau fühlt. 2018 wird der Druck für sie zu groß. Sie outet sich und ist damit die erste Transabgeordnete in einem deutschen Landesparlament. Seitdem kämpft die diplomierte Wald- und Forstwirtin für die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes. Psychologische Gutachten und kompromittierende Fragen vor einem Richter müssen Transsexuelle über sich ergehen lassen, bevor der Staat einer Änderung des Personenstandes zustimmt. Ich will nicht um meine Menschenwürde betteln. Das ist mein grundgesetzlich geschütztes Menschenrecht. Und deswegen bin ich hier der Überzeugung, dass dieses unwürdige Transsexuellengesetz, an dem Blut und Tränen kleben, endlich abgeschafft werden. Darf ich Ihnen was zur Bundestagswahl mitgeben? Ja, mit ihrer Bundestagskandidatur löst Tessa Ganserer eine breite Queer-Debatte aus. Beim Straßenwahlkampf zweimal die Woche in der Nürnberger City heißt es, Wähler mobilisieren aus allen Schichten. Dass eine Transgender-Frau aus ihrem Wahlkreis antritt, beschäftigt die Wählerinnen und Wähler. Ich mache keinen Unterschied. Ich würde jetzt nicht sagen, ich wähle sie unbedingt weil oder unbedingt weil nicht. Es ist sicher ein politisches Signal. Interessant ist auf jeden Fall, dass jemand so in die Politik geht, der auch mal ein anderes Leben und Hintergrund hat als so der Standardpolitiker, würde ich mal besser behaupten. Ich glaube, die hat eine Chance, weil die Grünen zurzeit gute Chancen haben. Ganserers Wahlkreis ist Nürnberg-Nord. Hier gibt es Start-ups, Galerien, Bioläden und viele junge Familien. Seit 19 Jahren liegt hier die CSU vorne. Tessa Ganserer will bei der Bundestagswahl hier gegen Sebastian Brehm von der CSU gewinnen. Politische Beobachter trauen ihr das durchaus zu. Der Wandel hat da wirklich den Menschen glücklich gemacht und es strahlt aus. Das hat Signalwirkung und macht die Persönlichkeit auf jeden Fall sehr interessant und spannend und vielleicht für manche attraktiver als den sehr fleißigen und angesehenen Sebastian Brehm, der aber diesen Reiz des Neuen nicht hat, bei dem es vielleicht auf manchen ankommt. Berlin, München, Nürnberg. Zwischen ihren Wahlkampfterminen bleibt Tessa Ganserer kaum Zeit für ihre Büroarbeit. Politikerin und queer zu sein, sei emotionale Schwerstarbeit, sagt sie. Diskriminierung, Häme und Beschimpfungen sind an der Tagesordnung. Strafanzeigen, Post von der Staatsanwaltschaft. Und es ist nur die Spitze des Eisberges. Das sind die Hasskommentare, die bei mir persönlich eintreffen. Und deswegen kommt Aufgeben für mich nicht in Frage, weil ich den Hass nicht gewinnen lasse. Für die Regenbogen-Community ist Tessa Ganserer zu einer Art Galionsfigur geworden. Falls sie das Direktmandat nicht gewinnen sollte, hat sie dennoch gute Chancen. Mit Platz 13 auf der grünen Landesliste in Bayern ist ihr Einzug in den Bundestag so gut wie sicher.